Moin, moin, hier kann es weitergehen. Wir haben jetzt eine Begegnung für euch, und zwar Beißel gegen Da Fung, also der Klassiker. Ist der Klassiker? Ja, also es gab es schon in letzter Zeit ziemlich oft. Ja. Einfach beide kommen sehr weit und beide spielen im Endeffekt irgendwann gegeneinander. Und ja, es ist Seed Nummer 4 gegen Seed Nummer 5, also es musste passieren. Hast du da eine Tendenz, sag ich mal, wenn du sagst, die spielen immer gegeneinander, wer da meistens die Oberhand hat, oder ist das sehr ausgeglichen? Meistens, wenn nicht immer, hat Da Fung die Oberhand, aber letztes Mal wurde es sehr knapp. Okay. Also wirklich 3-2, Last Hit Situation und Oha. Ja, also Duckhand ist ein Charakter, er ist eigentlich nicht so beliebt. Ja. Er stallt viel. Oh, aber Beißel ist die große Ausnahme. Er stallt auch, aber er macht Kombos. Und was für Kombos. Vielleicht sehen wir auch eine hier heute. Ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir einen neuen Twitter-Clip. Das muss man wissen auf Twitter, falls ihr ihm noch nicht folgt. Beißel64. Er postet sehr viele so Twitter-Compilations von seinem Duckhand, die halt auch wirklich sehr cool sind und teilweise eine ziemlich hohe Reichweite haben. Nice. Und wenn er sich entscheiden kann zwischen Gewinnen und einen Twitter-Clip machen. Nimmt er den Twitter-Clip? Er nimmt den Twitter-Clip. Sehr geil. Ja, also bisher super Turnier. Hat alles richtig gut geklappt. Trotz Verzögerungen wegen der Kieler Woche. Ja. Und ja, inzwischen haben wir hier das Winners Quarterfinals. Beißel gegen Da Fung. Oh, und der erste Stock geht tatsächlich an Beißel. Richtig. Okay. Sich da die Führung schon zu sichern. Nimmt auf jeden Fall richtig viel Druck weg. Ja, auf jeden Fall. Gerade, oh mein Gott. Ja, mit er hat neue Texte. Hier wieder gearbeitet. Genau, also Beißel ist auf jeden Fall jemand, der mit seinen Projektilen sehr gut umgehen kann. Und Duck hat einen Charakter, extrem viele Projektile. Ja. Sehr, sehr viele merkwürdige Projektile. Man muss den Charakter kennen, um gegen ihn spielen zu können. Oh, ab einem gewissen Level. Grab. Ja, ja. Und ja, also, wie gesagt, man sieht immer, so eine Kombos sieht man andauernd bei Beißel. Ja. Er kann das sehr, sehr gut. Oh, und hier aber der Upsmash. Das ist wichtig, aber in Stocks jetzt auszugleichen. Zwar bist du jetzt schon bei hohen Prozenten, aber du musst jetzt langsam mal anfangen, offensiv auch zu spielen. Genau, also das ist halt so das Ding bei Smash im Vergleich zu Street Fighter oder so. Ja. Du hast bei Street Fighter einfach nur eine Health Bar, die du leer kriegen musst, egal mit was. Ja, genau. Und bei Smash ist es halt so, du musst diesen Kill bekommen. Du kannst deinen Gegner bis 999 hochkloppen, du musst diesen Kill bekommen, damit du den nächsten Stock anfangen kannst. Also und deswegen einen Kill-Confirm, den du angesprochen hast. Genau. Du brauchst einen Kill-Confirm oder einen Raw-Kill-Option, auf die der Gegner nicht vorbereitet ist. Du musst den Gegner irgendwie killen. Das hast du nur mit bestimmten Moves natürlich dann. Ja, genau. Also du hast hier Größen, zum Beispiel Smash-Attacks. Ja. Das sind halt so die harten Attacken in jede Richtung, die der Charakter hat. Und mit denen kannst du killen, standardmäßig, bei jedem Charakter eigentlich auch. Aber auch einige Aerials zum Beispiel können gut killen. Oh, überlebt er das? Er macht den Walljump und er überlebt das. Wow. Mit aber der Führung jetzt im letzten Stock hier. Ja, ich bin gespannt. Also, Da Fung, einfach ein Charakter, er kann alles wieder aufholen. Er ist richtig gut. Dicke Kombo. Ja, mental ist er richtig gut. Und jetzt bei 112%. Duck hat einen Charakter, der leichter aussieht, als er ist. Er ist ein Middleweight, ungefähr so schwer wie Mario. Oh, er verliert den Stock aber bei 130. Raw Up Smash. Das ist jetzt wieder close. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall wieder close. Aber wie gesagt, so Beißel mit seinen Kombos immer, die Can ist halt deswegen gut, weil du kannst ihn nicht einfach angreifen, wenn die Can vor ihm steht. Weil er bewegt die einfach und du kriegst halt Schaden. Oh, gute Kombo von... Oh, schönes Ding. Und ich kann mich dran erinnern, das letzte Set, das die beiden hatten, sah sehr gut für Beißel aus. Und auf einmal kamen diese Upbees, genau diese Upbees, diese Attacken. Ja. Und haben das Ganze noch gedreht. Wow, beide komplett even hier. Ja, die beiden. Also jede Kombo kann hier entscheidend sein. Auf jeden Fall, ja. Aber wir haben gesehen, also Da Fung kann sehr gut out of shield mit einem Upsmash killen. Die Upbee kann einfach killen. Aber Beißel einfach, wie so ein Ingenieur an seinem Duckhand. Das ist total verrückt, was der an Kreativität aufbringt. Oh, ich dachte schon, da kommt der Upsmash. 128%. Duckhand, kein Charakter, der besonders gut killen kann. Aber wir sehen mal weiter. Oh, der Up-Air killt noch nicht. Es wird aber knapp und die Back-Air auch noch nicht. Oh! Beide 140%! Oh mein Gott, das war gerade so knapp. Beide einfach. Die Ken trifft hier nicht. Ja. Und was passiert?
Was war... Oh! Dragon Ball Z Moment. Da hätte ja beides, beide hätten sterben können. Dann ja, im Moment. Also bei Dakan ist halt ein Charakter, du könntest ein verdammtes Buch über den schreiben. Ja. Es ist wie so ein... Wie die Physik auf der Welt. Es ja. gibt einfach so viele Szenarien. Jeder Charakter interagiert irgendwie merkwürdig mit diesem Charakter. Ja. Und was du da eben gesehen hast, der Funk hat ihn halt erwischt mit der Abbie, ja. aber die Can war da, also ja. die Dose. Und durch die Dose ist das Ganze explodiert, ja. wodurch beide ungefähr den gleichen Knockback hatten. Ja. Und Dakant, also hier Beißel, weiß halt, wohin die Ein muss. Deswegen, also die Ei ist, du kannst ungefähr bestimmen, wohin du fliegst, ja. aber nur so ein kleines bisschen. Ja. Und er weiß genau, wo er hin muss ja. und anscheinend wusste der Funk das nicht so genau ja. und deswegen hat er das gerade gewonnen. Dragon Ball Z Moment, erfolgreich gewonnen. Ja, ja. Absolut close. Ja, deswegen sage ich dir, also wenn man gegen einen Spieler wie Beißel spielt, der seinen Charakter halt schon ewig lange spielt, ja. das ist sehr schwer. Du hast so viel Knowledge, was du aufholen musst. Und wir gehen hier in Runde Nummer 2. 1-0 Beißel. Also hier müssen wir vor allem auch wieder schauen, wer das erste Stock kriegt. Ja. Also wer den anderen hier unter Druck setzen kann. Und ich sehe aber auch schon, der Funk hat auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt vor, einfach aufzugeben oder nee. Sowas. Er will auf jeden Fall gewinnen, eben gerade mit dem Parry F-Smash gesehen. Der hat auf jeden Fall immer noch Zuversicht. Hält ihn jetzt hier an der Kante. Genau, das kann er sehr, sehr gut. Aber hier... läuft wieder in die Dose rein quasi. Genau, also Dakant ist auch ein Charakter, du spielst grundsätzlich meistens am Ende des Sets schlechter als am Anfang, ja. weil es einfach so viel Energie kostet, auf alles zu achten bei Dakant. Ja. Du siehst ja die Dose, die da rumsteht, die kann er halt praktisch... Oh! Das war ein schöner früher Hit. Früher Kill, richtig. Ja. Also hier Führung für Dafung. Ja. Ja, also du musst einfach auf so vieles achten. Hier kommt die Frisbee zum Beispiel auch, ja. hat ihn fast gespiked. Und dann gibt es noch den Aber Gunman. Schöne Uppercuts hier. Zwei Stück direkt. Genau, den Gunman sehen wir hier bestimmt auch gleich nochmal. Das ist dann so eine Person, aber es ist nicht immer die gleiche Person. Und ja. die schießen auch nicht. Oh, ja, Down Air to Down Smash killed. Okay. Guter ja, Gunman erkläre ich dir, wenn er das erste Mal ja. wiederkommt. Ja. Da steht dann so ein Typ rum und schießt. Ja, genau, oh. das habe ich schon mehrfach gesehen. Aber es ist immer unterschiedlich. Genau, da kam er mit dem Sombrero hier. Und die haben alle verschiedene Eigenschaften. Guck, der da zum Beispiel, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, einen langen Schuss. Der... mit dem Sombrero hat einen kurzen Schuss, aber der geht durch Schilde durch. Also. Schöne. Oh, trifft praktisch dahinter noch. Oh, und das killt immer noch nicht. Kann er nochmal treffen? Nein. Muss er einen hinten. Und. Oh, er kommt nicht ran. Ja. Oh. Ja, ja richtig gut gemacht gerade. Ja, richtig gut unter Druck gesetzt. Sehr, sehr stark. Mit nur 20% den Stock hier geholt. Ja, ja. Oh, und ja, jetzt macht er den großen Damage. Und wie ich schon gesagt habe, ja. er hat hier keine Lust, irgendwie aufzugeben Nein. oder sowas. Und wie stark er zurückkommt. Oh, wie stark er zurückkommt. So schöne Kombos. Es ist wirklich schön. Oh. Hat ihn jetzt wieder an der Kante. Das kann er auch sehr gut. Also diese Attacke, die er in diesen Kick, den er in der Luft öfter macht, das ja. ist die Nair. Und die hat sehr, sehr wenig Endlag. Also du meintest ja schon so mit Cooldown oder ja, sowas. Genau. Also es gibt keine Cooldowns bei den meisten Moves zumindest. Bei fast allen Moves, aber es gibt halt Endlag. Also praktisch, wenn sie den Move ausführen, dann brauchen ja. sie ein bisschen, bis sie da wieder rauskommen. Und ah, der Upsmash, war's ein schöner Kick. 1:1 Ausgleich. Ja. Apropos Ausgleich, wir werden hier nicht nur Smash spielen, heute haben wir auch Mario Strikers am Start. Ja. Battle League, ja, Mario Strikers Battle League. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend. Das ist so das erste Turnier, was ich dabei auch sehe. Und ich habe das so ein bisschen angezockt. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es ein bisschen dünn für ein Game, das 60€ kostet. Aber wenn du das mit Leuten zusammenspielst, dann macht das so viel Spaß. Und ja. ich habe bisher nur online gespielt. Wir machen 2 gegen 2. Und ich glaube, das wird ein richtig cooles Turnier einfach. Wir haben ja auch Spieler, die auf jeden Fall sehr gut sind. Roxas, ich weiß, dass Skeddy sehr gut ist. Aber wir gehen jetzt einfach wieder rein bei Beißel gegen Dafong. Genau. Es geht direkt weiter mit Smash Ultimate. Ja. Oh, und ja, direkt hier wieder mit der Abi. Oh, der macht das sehr, sehr gut gerade. Ja, ich glaube, Dafong hat jetzt auch so ein Mental Advantage. Ja, sein. Ja. Also. Oh mein Gott, der hat den Schachmatt ja. gesetzt. Einfach so. Ja. Einfach von der Plattform runtergehalten. Kein Prozent bekommen, ja. jeder Move hat gesessen. Ja. Und das ist eine Riesenführung ja. jetzt hier direkt schon wieder für Dafung. Das ist sehr, sehr stark. Aber kriegt ihr vom Cowboy, hat er gerade auch ein bisschen Damage kassiert. Mhm. Das ist der, der schnell schießt.
gibt auch einen, der sehr, sehr langsam schießt. Ist das random oder kann er das steuern? Welchen Ersatz? Es ist random, wer kommt. Ich habe aber auch noch nie gesehen, dass ein Gunman zweimal hintereinander kommt. Ah. Oh, okay. Ausgleich an Stocks, 64%. Okay. Oh, er hält ihn jetzt wieder auf der Kante. Das ist gefährlich. Ja, aber hier, da war die Dose hinter ihm. Konnte er direkt 34% machen. Sehr gut. Crispy. Oh, auch wieder schöne Kugel hier von davon. Mhm. Der teilt hier ganz schön dicke Hits aus, ja, muss ich sagen. Das dritte Game auf jeden Fall auch ein wichtiges. Ja. Weil, ich weiß nicht, ob man das... Oh, ja. Oh. Gut out of shield gepunished mit der Abi. Sehr schön. Wer das Game gewinnt, hat Counterpick-Advantage. Ich weiß nicht, ob du es bisher mitbekommen hast. Ja. Mit den Stages gibt es halt verschiedene Stages und der Verlierer kann immer wählen. Ja. Und wenn der Funk das gewinnt, steht es 2-1, er braucht nur noch eins. Selbst wenn er das Game danach verliert, kann er sich die Stage, fünfte, die er will, genau, ja, Counterpicken. Die richtige Karte auswählen, ja. Also sehr wichtig. Oh, das aber war das viel ist Schaden. Für der Funk hier vollkommen fein, einfach Prozente zu traden. Ja, den ja. Stock mehr. Genau, genau. Also wenn du wirklich einen Stock-Lead hast, dann kannst du so gut traden einfach. Solange du nicht stirbst. Oh, so viel Damage auf einmal. Ah, jetzt wird's nochmal ganz schön knapp. Oder jetzt könnte es nochmal knapp werden. Dann weiß ich, wie jetzt hier wirklich auf Zeit spielen kann, auf Range bleibt. Da kann ein Charakter mit seinen Kombos sehr, sehr viel Damage aufbauen kann. Ja, aber es ist an der Kante. Das ist natürlich auch sehr risky hier. Ja, ja. Und davon hält ihn jetzt hier gut runter. 93% schon. Das heißt, bald fliegt er richtig weit. Das macht einen guten Spieler auch aus, dass er halt so seine Flowchart hat, was er genau zu tun hat. Und auch an der Edge weiß er einfach, was er zu tun hat. Ja. Das sieht man bei Dafung besonders. Auch bei Ruven haben wir das gesehen. Der hat einfach seine Flowchart down. Oh, der F-Smash trifft und es wird wieder knapp. Es wird wieder richtig spannend hier. Die Dose ist wieder draußen. Oh, die Bola trifft. 130%. Und die Dose trifft. Oh, fast Tennis gespielt hier. Einfach von links nach rechts. Eieiei. 129%. Das meine ich. Das meine ich. Das war der Cowboy, der so langsam braucht und. Der dashte die Dose. Das war es noch nicht. Davon hat noch was. 165%, er fliegt richtig weit. Oh mein Gott. Hat Duckhunt Kill Confirms? Das ist jetzt die Frage. Ja, also wir haben gesehen, dass Beißel auch sehr viel mit seinen Smashes einfach killt. Und die Dose. Die Dose killt. 2-1 für Beißel. Er hat das wirklich noch zurückgeholt. Das hätte ich nicht erwartet. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, aber... Sah zwischenzeitlich sehr, sehr dominant aus von davon. Ja. Aber es gibt Charaktere in diesem Game, die sind so Momentum-based einfach. Ja. Du kennst ja zum Beispiel bei League of Legends, kennst du den alten Master Yi noch? Ja. Der so die Cooldowns komplett refreshed bekommen hat, wenn er einen Kill geholt hat. Auch komplett Momentum-based. So, wenn da nichts passiert, momentummäßig, dann kann er auch nichts machen. Aber wenn da einer stirbt, dann bam, alle tot. Also sie haben halt eine extreme, ich sag mal, Win-Condition. Ja, genau. Das ist eine Sache, wo sie sehr stark für schauen in den Fights. Ja, ja. So, das ist hier wahrscheinlich ähnlich, dass jeder Charakter so diese Momente hat, wo er sagt, so das will er eigentlich machen und da ist er stark. Ja, genau, und genau. In anderen Momenten ist er dafür schwach. Genau, richtig. Und eine Win-Condition von Duckhunt ist einfach, dass diese Projektile irgendwie treffen. Er ist sehr, sehr abhängig von seinen Projektilen. Aber wenn diese Projektile treffen, dann wird es so... dann ist das nichts für schwache Nerven. Es ist einfach richtig scary, einfach gegen diesen Charakter zu spielen. Und man hat das gesehen. Irgendwann, wenn eine Dose trifft, dann sind da auf einmal so viele Fehler im Gameplay. Und das wird dann von Beißel ausgenutzt. Und auch schon wieder 64%. Er macht so viel Schaden, ne? Ja. Und der macht das so geschickt. Das ist auch im ersten Stock ist das ja sehr wichtig, finde ich. Ja. Outspaced, direkt wieder 3 Hits, die getroffen haben. 36% zu 102%. Es ist auch nicht leicht, die Projektile von Duckhunt zu schälen. Also die Dose, die geht sofort weg, wenn sie explodiert. Aber die Frisbee, die hat, wenn sie praktisch gegen das Schild kommt, dann explodiert sie nicht direkt. Und bounce dann erstmal rum und dann gibt es noch irgendwelche Hits, die treffen können. Und das ist einfach... Oh, fast hat er ihn echt weggefischt und da ist der F-Smash. Und eine riesen Lead hier gerade für Beißel. Aber wir kennen davon, der kann einfach so zurückkommen. Oh mein Gott. Bei 83% executed. Und die Combo hat irgendwie bei 48 oder so gestartet. Ja. Und da ist auf einmal die Lead wieder komplett weg. Momentum Swing. Das macht richtig viel Druck jetzt. Ja. Es ist insane. Was passiert denn aber hier gerade? Die geben sich hier gar nichts. Ja. Ich dachte so, die Games davor waren schon richtig sick. Ja. Was geht denn hier? Also ich meine auch das letzte Set, was die beiden hatten, war echt, also die leisten. Die bringen jedes Mal diese Leistung. Das ist richtig spannend hier. Also, ja, so knapp war es jetzt noch nie. Also... Ja. Wenn Beißel das gewinnt, puh.
Dann müsste er, glaube ich, als nächstes gegen SDN spielen, ja. Ja. Oh, ja. Gegen den First Seed. Aber ich 90%. Weiß auch, dass... Oh. Schöne Hits hier. Hat die jetzt auf der Edge? Beißel auf jeden Fall einer der wenigen, die SDN auf jeden Fall auch schon mal besiegt haben. Oh, das hat gekillt. Was auch immer das war, ich habe es nicht gesehen. Irgendwas mit Fäusten. Okay, also vielleicht hat er ihm einfach einen F-Smash gegeben. Der ist auch sehr merkwürdig geflogen. Oh, ja. Das trifft. Aber auch mit 130%, aber er kommt nochmal zurück. Geht noch nicht ganz, da 140. Ist der Gunman. Aber wichtig ist, dass er jetzt noch möglichst viele Prozente austeilt hier, ne? Ja, ja. Und das macht er bisher gut. Jetzt hat er ihn wieder an der Edge. Oh, 68% schon. Das tut weh. Da muss Beißel jetzt wirklich ohne Fehler spielen, um das hier jetzt noch zu holen. Oh, oh, da hat er kein gutes Tennis gespielt. Er hätte ihn in die Dose werfen können irgendwie, aber hat es nicht ganz geschafft. Das ist auf 104. Oh, oh schöner Kick. Ja, den sieht man auch nicht so oft von Dafung. Oh, das macht er richtig gut. Sehr schön. Und das sieht jetzt ganz anders mal wieder aus. Schade, fast getroffen mit den Bowls. Oh mein Gott. Ja. Uppercut auf die Dose. Okay, Ausgleich an Stocks, aber 103% Vorteil. Ja. Das ist schon heftig. Das ist schon ein Riesenunterschied. Oh, und der Jab killt noch nicht. An der Kante jetzt hier. Genau, die Dose ist weg. Oh! 140, er kommt aber vielleicht nochmal wieder. Oh, nevermind, die Kugel. Ja, die Bowler. Also das ist der Ausgleich für davon. Ja, die Projektile machen so viel in diesem Set. Eieiei. Für beide Charaktere. Ja. Jetzt gehen wir ins Fünfte. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr heftig. War klar, war auch klar, dass das passiert. Das muss jetzt in Game 5 wird. Ja, es muss sein. Oh mein Gott. Einmal noch die richtige Karte auswählen, die richtige Musik. Genau, also das ist halt auch wirklich, ja, das wird am meisten gepickt, auch die Musik auf dieser Stage. Die ist auch sehr sick, muss man sagen. Aber bei Pokémon hat sehr viel gute Musik. Und die haben sich hier nicht lumpen lassen, die haben alles reingeklatscht. Bei jedem Franchise, es ist so viel Musik, so viel Content in diesem Spiel. Ich sehe gerade, du hast auch quasi Skins für die Charaktere. Ja, man hat 8 Charakter-Skins pro Charakter. Ja. Bei manchen glaube ich auch mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Wario und Lil Mac hatten glaube ich ein bisschen mehr, aber es kann auch sein, dass das im Game davor war. Oh, schöne Kombos hier direkt zu Anfang von davon. Oh, wollte er das? Wollte er die Dose da wegklatschen? Ich glaube schon. Okay, mal wieder an der Edge, treffen wir uns wieder. Oh, kommt er da hoch? Oh, ja, er kommt nicht mehr hoch. Das macht er nicht. Das ist wichtig, jetzt so früh in Führung zu gehen mit dem Stock hier. Kann natürlich alles passieren. Ja. Beißel macht das hier sehr geschickt gerade. Wieder 57%. Das wäre natürlich bitter, wenn eben dieser SD den Sieg kostet, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Und es sieht ja auch nicht so aus, als ob Beißel hier irgendwie mental nachlässt gerade. Nein, grade. Überhaupt nicht. Oh, viel Schaden. 25% jetzt langsam. Oh. Ist kritisch. Aber man hat den Stock-Vorteil noch, also muss jetzt wirklich nur möglichst viel Schaden raushauen. 144%, so langsam würde auch eine Dose killen. Oh, aber schickte Abi und... Das ist wichtig. Oh, das war noch nicht der Stock. Killt ihn ja also nicht unter 100. Mit dem komischen Da Vinci. Jetzt aber, oh, schöner Wurf. Okay. Beide über 100%. Noch ein richtig schöner Kick. Wenn er jetzt den Stock hier kriegt, dann sieht's... Oh, schöne Kugel nochmal zum Abschluss. Das heißt, der nächste Stock auch an Daffung. Ja, das sieht jetzt sehr gut für ihn aus. Zwei Stock-Lead. Beißel im letzten Stock. Kassiert hier auch weiterhin. Mhm. Also der Daffung ist aufgewacht, würde ich sagen, fast schon, nach den Loses. Ja, Beißel kommt hier irgendwie nicht rein und... Ja. Oh, trifft nicht. Oh, ob er da nicht eine bessere Option hätte wählen können, ich weiß es nicht. Ja. Aber jetzt 160%. Da war der Greifversuch 170%. Ja. Da kommt der Grab durch. Oh, und er macht das so gut, er macht so viel Schaden gerade. Ja, und er hat auf 180%, aber er hat noch 3 Stocks. Ja, 190%. Halleluja. Es gibt manche Charaktere, die haben einen sogenannten Kill-Throw. Das killt dann halt irgendwann, wenn du ihn grabst. Oh! Und der 3-Stock zum Ende mit 200% von der Funk. Ey, das war ein starkes Game. Ja. Wirklich eine super starke Performance. Richtig gutes Set. Also ich muss sagen, das war super spannend. Ja. Jedes Spiel ultra knapp. Ja, alle fliegen durch die Gegend. Ja, es explodieren Dinge, es wird geschossen. Ja, ja. Halleluja.